Vor 80 Jahren vertrieben die Nationalsozialisten Bischof Johannes Baptista Sproll aus der Diözese Rottenburg-Stuttgart. Am 4. August fand nun eine Gedenkveranstaltung in Bad Wörishofen für Sproll statt. An dem Ort im Unterallgäu fand Sproll unter anderem Zuflucht. Der Auftakt der Veranstaltung war ein Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Justina. Den feierte Gebhard Fürst, der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, zusammen mit dem Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer. In seiner Predigt erinnerte Bischof Fürst daran, wie außergewöhnlich der Widerstand Sprolls gegenüber dem Naziregime war. Johannes Baptista Sproll war einer der deutschen Bischöfe, neben dem selig gesprochenen Kardinal Clemens August von Galen, der den nationalsozialistischen Machthaber öffentlich, eindeutig und entschieden die Stirn geboten hat. Und vor allem war er der Einzige, der seine Diözese verlassen musste und ins Exil gehen musste. Umso erstaunlicher sei es, dass der Name und das Zeugnis des Bekennerbischofs außerhalb der Diözese Rottenburg-Stuttgart bis heute wenig wahrgenommen werde, merkte Bischof Fürst weiter an. Sproll wurde 1927 der siebte Bischof der Diözese Rottenburg. Sein bischöflicher Wahlspruch lautete: Tapfer im Glauben. Von Anfang an prangerte Bischof Sproll die Ideologie der Nationalsozialisten an. 1938 zwangen ihn die Nazis ins Exil, denn er verweigerte bei der Volksabstimmung zur Angliederung Österreichs und gleichzeitiger Zustimmung zum Großdeutschen Reichstag seine Teilnahme. Aufgenommen wurde er unter anderem von den Mallersdorfer Schwestern im Kurhaus St. Josef. Bei dem Festakt im Park des Kurhauses mit über 200 Teilnehmer und Teilnehmerinnen tat Schwester Jakobe deren Engagement besonders hervor. Vertrauen, Mut zum Helfen waren zu dieser Zeit ein Wagnis. Die Angst war überall zu Hause, auch im Kurhaus St. Josef. Verraten zu werden, diese Gefahr bestand immer. Eines Nachts ist er hierher gekommen nach Bad Wörishofen und hat bei den Schwestern geklopft. Sie haben ihn hereingelassen und haben ihn vor der Gestapo also in Sicherheit gebracht. Initiator der Veranstaltung war Robert Antretter. Ihm ist das Gedenken an Bischof Sproll sehr wichtig. Das, was Bischof Sproll als Bekennerbischof für Deutschland und auch für die Menschen heute noch war, darin gründet auch die Berechtigung, dass wir zu einem frühen Zeitpunkt als Deutsche schon wieder einen aufrechten Gang haben durften. Bischof Voderholzer sagte, dass es keine Rechtfertigung bräuchte, um der Märtyrer und Bekenner zu gedenken. Er betonte, dass wohl zu keiner anderen Zeit als in unserer Gegenwart und jüngsten Vergangenheit so viele Christen weltweit für ihren Glauben verfolgt werden. Und das muss uns alle außerordentlich beunruhigen und auch antreiben, das in unserer Macht Stehende zu tun. Der bayerische Staatsminister Franz Josef Pschirer sagte, die Gedenkveranstaltung sei eine Mahnung an die heutige und die zukünftige Generation, denn es war mir nicht vorstellbar, dass es eine Zeit gibt in unserem Land, dass Politiker Äußerungen von sich geben können nach dem Motto, die Jahre 33 bis 45 sind ein Vogelschiss in der deutschen Geschichte. Das Denkmal, das Holocaust-Denkmal in Berlin ist ein Denkmal der Schande. Und in den letzten Tagen, der Attentäter Klaus Graf von Stauffenberg wird als Feigling und Verräter bezeichnet. Claudia Sproll ist eine Angehörige von Bischof Sproll. Seit sie sich erinnern kann, ist er ein wichtiges Thema innerhalb der Familie. Später dann, als ich in die Schule kam und im Religionsunterricht und auch im Geschichtsunterricht dann dieses Thema hatte, war ich sehr stolz darauf, dass der Bischof Sproll so eine besondere Persönlichkeit in unserer Familie, unser Vorfahre im Prinzip ist. Ich freue mich, dass die Diözese so einen Tag ermöglicht, so einen besonderen Tag und mit so vielen hohen Persönlichkeiten, die auch da sind. Das ist sehr spannend. Die Festrede hielt offiziell Domkapitular Thomas Weishaar. Er ist der bischöfliche Beauftragte für das Seligsprechungsverfahren für Bischof Johannes Baptista Sproll. In den Mittelpunkt seiner Rede stellte Weishaar die Person und das Leben des Bekennerbischofs. Bischof Johannes Baptista Sproll, ein Bischof aus einfachen Verhältnissen, ein Mahner zur Wachsamkeit, ein Mensch, der sich eingesetzt hat und die Konsequenzen getragen hat, das ist und das bleibt er. Das ist dankbare Erinnerung, aber meine sehr geehrten Damen und Herren, noch viel mehr bleibende Aufgabe für die Zukunft. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
Und ich hoffe, es war nicht zu schweißtreibend heute Nachmittag.